Herzlich begrüße die beiden Trainer nochmal, Stefan Emmerling und Alipur Arian. Ich denke mal 6200 Zuschauer haben ein tolles Spiel gesehen. 1:0 für den BSV. Wenn man die erste Halbzeit sieht, die ersten 20 Minuten, ja, dann werden sicher noch mehr sein können. Aber nichtsdestotrotz 1:0 reicht. Ich darf unseren Gästetrainer bitten, die Stellung der Mannschaft zu geben. Ja, schönen guten Abend zusammen. Erstmal Stefan, Glückwunsch zum Sieg. Und ja, bevor ich loslege, muss man auch ganz klar sagen, dass in der Art und Weise, wie dieses Spiel hier heute aufgezogen wurde, mit dem ganzen Drumherum, ja, das war wirklich ein Fußballfest mit perfektem Wetter, mit einer perfekten Organisation. Und da kann man wirklich sagen, es hat ja, wahnsinnig viel Spaß hier gemacht. Und ja, zum Spiel selber, was die erste Halbzeit angeht, was unsere Leistung aus der ersten Halbzeit angeht, ist komplett ohne Worte. Deswegen versuche ich hier auch gar nicht erst Worte für zu finden. In der zweiten Halbzeit ja, haben wir auf jeden Fall ganz, ganz viel Charakter gezeigt, haben eine Reaktion auf die erste Halbzeit gezeigt, haben relativ schnell die gelb-rote Karte bekommen, sind in eine Unterzahlsituation geraten und trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass die Jungs auf das Unentschieden drängen wollen. Sie haben auf jeden Fall sehr engagiert gespielt, haben alles versucht, im Rahmen der Möglichkeiten in der Unterzahl dann ja, nach vorne zu werfen, um dieses Tor dann auch ein Stück weit zu erzwingen. Wir haben wirklich richtig gute Möglichkeiten gehabt, um dann auch einen Ausgleichstreffer auf die Habenseite zu bekommen, sind natürlich in Unterzahl noch ein paar Mal in gefährlichen Kontersituationen anfällig gewesen, wo wir dann aber auch das Glück des Tüchtigen gehabt haben, dass da der Deckel nicht drauf gemacht wurde. Und ja, für uns dann natürlich sehr schade, dass wir dann trotz großem Kampf in der zweiten Halbzeit dann komplett mit leeren Händen nach Hause fahren. Aber man muss halt auch ganz klar sagen, aufgrund der großen Vielzahl von Chancen aus der ersten Halbzeit ist der Sieg dann auch verdient. Das ist einfach so, das lässt sich nicht wegdiskutieren und trotzdem aufgrund der zweiten Halbzeit wäre ein Punkt auch nicht ganz unverdient gewesen. Ich wünsche allen einen schönen Abend und viel Erfolg in der Saison. Ja, danke, Alipur. Ja, Stefan, dann bist du wieder dran. Ja, moin zusammen. Ich muss sagen, das war großes Kino heute, was hier aufgezogen wurde, wie viele Zuschauer im Stadion waren und an alle, die da mit beigetragen haben, ganz großen Dank dafür. Es war eine Punktlandung heute. Bis zum Schluss wurden hier Arbeiten verrichtet und wir haben selbst gesehen, was hier in den letzten 4 Wochen entstanden ist und von daher muss man sagen, das ist schon erwähnenswert und dafür nochmal ganz großen Dank. Ja, zum Spiel. Ich sehe es ähnlich wie mein Kollege. Wir waren in der ersten Halbzeit wirklich sehr präsent, haben Mappen nicht zur Entfaltung kommen lassen, haben viele Torschancen gehabt durch Standardsituationen, durch gefährliche Aktionen, hatten dann deutliches Chancenplus und hätten mehr als dieses 1:0 verdient gehabt. Aber klar war, dass wir in der zweiten Halbzeit auch nochmal alles investieren mussten. Meiner Meinung nach waren wir da ein bisschen zu passiv, haben uns zu weit hin reinfallen lassen. Aber es war auch so, dass dann Meppen auch eine andere Qualität nochmal abgerufen hat in der zweiten Halbzeit. Und dann war es natürlich auch manchmal sehr, sehr eng und in der einen oder anderen Situation hat uns dann auch Marcel Bergmann im Spiel gehalten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch die Möglichkeiten gehabt und wenn man jetzt das ganze Spiel sieht, war es schon auch ein verdienter Sieg. Trotzdem auch Kompliment an den SV Meppen in der zweiten Halbzeit. Man hat gesehen, warum sie letztes Jahr Vizemeister waren und warum sie jetzt auch mit in den Favoritenkreis ja, gewählt worden, beziehungsweise dann auch von den Trainerkollegen Titelfavorit auserkoren wurden. Für uns war es wichtig, heute vor so einer tollen Kulisse 3 Punkte einzufahren und die Mannschaft hat es verdient, dass die Zuschauer, die heute da waren, wiederkommen. Vielen Dank. Ja, danke Stefan, danke an die beiden Trainer. Gibt es Fragen seitens der Pressevertreter? Alle wunschlos glücklich? Dann kann ich nur sagen, euch eine unfallfreie Heimfahrt, alles Gute weiterhin. Und unseren wunderschönen Abend hier, bitte auch nochmal eins, hat alles aufgeboten, was hier ist. Also Langbrötli zu, draußen überall Bier und alles kaufen wir, schöne leckere Sachen.
Schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke.